Grüß Gott, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie wieder ganz herzlich zu Köglers Wort zum Sonntag. Diesmal bei annähernd frühlingshaften Temperaturen und exklusiv aus Selb. Ja, wir stehen jetzt hier direkt vor dem Eingangsbereich der Selber Tafel. Die Selber Tafel war der frühere Edeka Lebensmittelmarkt Pop und wird von den Eheleuten Bruchno als Tafel betrieben. Die Eheleute Bruchno suchen schon seit 2016 nach Ablösung bzw. Unterstützung für die Tafel hier. Und die Diakonie unterstützt die Eheleute beim Betrieb dieser Tafel. Normalerweise unterstützt die Diakonie hier die Ausgabe derselben Tafel einmal im Monat, den ersten Samstag im Monat. Da sich aber die Eheleute Bruchno zurzeit zur Kur befinden, ist die Diakonie hier jeden Samstag im Einsatz. Wie Sie sehen können, gibt es hier an derselben Tafel ein Farbensystem, wonach die Menschen hier ihre Lebensmittel beziehen können. Wir haben es mit drei Farben zu tun, mit Rot, mit Blau und mit Gelb. Und das geht jeweils nach Uhrzeit. Sie haben vielleicht mitbekommen, die Tafeln sind ja in aller Munde geraten durch die Tafel in Essen. Dort hat man sich entschieden, die Bezugsberechtigung nur noch für Menschen mit deutschem Pass auszustellen. Das hat natürlich für großen Wirbel gesorgt. Und die Betreiber der Essener Tafel wurden aufs Übelste beschimpft, unter anderem als Rassisten und als Nazis. Deshalb haben wir uns als AfD hier mal auf Spurensuche begeben vor Ort hier in unserem Stimmkreis und haben einen interessanten Augenzeugenbericht bekommen vom letzten Samstag von der Ausgabe hier an der Tafel. Und wir wollen mal kurz ein bisschen reinhören in diesen Bericht, der sich hier vor derselben Tafel so am vergangenen Samstag zugetragen hat. Ca. 13.55 Uhr standen 52 Menschen der Ausgabegruppe Rot, hierunter 40 mit südländischem Aussehen, vor und im Eingangsbereich der Tafel an, die um 14 Uhr öffnet. Bemerkenswert die Altersspreizung der dort Wartenden, sehr viele junge Männer, durchaus modern und gut gekleidet, inmitten weitaus zahlenmäßig geringerer älterer Stammkundschaft. Der Einlassregelung wurde erst vor kurzem eine Änderung zugetan, aufgrund tumultartiger Zustände und Drängeleien vor und im Laden. Ältere Nutzer zogen oft den kürzeren gegenüber den kräftigeren und schnelleren Nutzern. Die Kundschaft erhält neben den Farbkarten Rot, Blau und Gelb nun zusätzlich Nummernkarten. Der Zutritt in den Laden wird in Etappen auf jeweils 10 Personen begrenzt. Vor 2 Wochen gab es eine Schlägerei unter den wartenden Ausländern vor der Tafel. Oft aggressives Auftreten der ehrenamtlich Tätigen gegenüber der heimischen Kundschaft. Gefühlt bevorzugtes Behandeln der eigenen Schützlinge. Asylanten werden von den Vereinsmitgliedern Zuflucht in Selb in deren Privatfahrzeugen abgeholt, zur Tafel gefahren und wieder zurückgebracht, während andere Personen, zum Beispiel aus Schönwald, schauen müssen, wie sie selbst zur Tafel gelangen. An Ausländern ausgegebene Lebensmittel, Obst, Gemüse, Backwaren, auch Fleischprodukte, die vermutlich qualitativ nicht deren Vorstellungen entsprechen, werden in großen Mengen in den nahen Abfallbehälter geschmissen. Laut Auskunft unserer Augenzeugen macht sich die Klientel gar nicht erst die Mühe, die Waren nach Hause zu befördern. Es wird bereits im 10 Meter entfernten Bushäuschen hier vorne großzügig aussortiert. Außerdem finden sich ausgegebene Lebensmittel in den ca. 100 Meter entfernt stehenden Glas- und Kunststoffrecyclingbehältern wieder. Weiterhin wurde der Verdacht geäußert, dass wohl manche Asylanten direkt nach der Ausgabe der Lebensmittel damit einen eigenen kleinen Handel betreiben. 2 wartenden Asylanten der Gruppe Rot wurde unterstellt, parallel auch Einlasskarten der Gruppe Gelb zu besitzen. Zweifel wurden geäußert, wie viele Identitäten wohl manche hier haben. Heimische Kundschaft beschwert sich bei den Tafelbetreibern, dass Geflügel und Wurstwaren aus Rind vorwiegend den Asylanten vorbehalten bliebe, vermutlich aus muslimischem Kulturkreis wegen des Schweinefleisches. Ein Anwohner in unmittelbarer Nähe der Tafel meinte, die Zustände vor der Tafel, insbesondere im Frühling und Sommer, gleichen einem orientalischen Basar. Die Anwohner werden mit lauter Musik und Geschrei erfreut. Ja, meine Damen und Herren, wie Sie sehen, Essen ist überall.
auch hier bei uns, auch hier in Selb. Die Zustände sind vergleichbar. Nun natürlich reagiert nicht jede Tafel gleich. Doch muss man die Frage stellen, warum die Betreiber hier in Selb diesen Zuständen, die von Augenzeugen hier geschildert wurden, tatenlos zusehen. Die Frage stellt sich, wie lange will man noch in Kauf nehmen, dass sich Einheimische, sozial Schwache, benachteiligt fühlen gegenüber den sogenannten Neubürgern, die hier offenbar auch in Selb zum Teil ein unverschämtes Benehmen an den Tag legen. Ein weiteres Thema, das hier in Selb natürlich eine zentrale Rolle spielt, ist das Thema Sicherheit. Das ergibt sich schon aufgrund der nahen Grenzlage der Stadt Selb zur tschechischen Grenze. In dieser Woche war der oberfränkische Polizeipräsident Alfons Schieder zu Gast in Selb und hat im Rathaus die Ergebnisse vorgestellt der Polizeiarbeit hier in Selb, die, und das wissen Sie, ja zurückgestuft wurde. Selb hat ja keine Polizeiinspektion mehr, sondern nur noch eine Polizeiwache und einen Polizeifahndungsdienst. Und die Ergebnisse der Polizeiarbeit, die hier natürlich positiv verkauft wurden, zeigen aber auch ein paar alarmierende Zahlen. Nur zwei Beispiele. Die Cannabis-Delikte sind innerhalb eines Jahres um sage und schreibe 78% angestiegen. Und die Delikte im Bereich der todbringenden Droge Crystal um 15%. Sie sehen, wir haben hier in Selb einen florierenden Drogenmarkt und unsere Polizei tut natürlich alles für die Aufklärung. Keine Frage, soll hier keine Polizeischelte betrieben werden. Dennoch behaupten wir, es ist zu wenig. Warum hat man Selb abgestuft zu einer Polizeiwache? Und jetzt wieder zu fordern, wie unser zukünftiger Ministerpräsident Markus Söder, dass eine bayerische Grenzpolizei aufgebaut wird und dann vom CSU-Politiker vor Ort Schöffel hier gefordert wird, auch in Selb wieder eine zu errichten, dann ist das Heuchelei. Denn wer hat denn dafür gesorgt, dass diese Grenzpolizeiinspektion abgebaut wurde in Selb? Es waren die gleichen Leute, die jetzt ihre Wiedereinführung fordern. Und das prangern wir als AfD an, wenngleich wir natürlich diese Forderung rein inhaltlich voll unterstützen. Ja, meine Damen und Herren, das war wieder Köglers Wort zum Sonntag, diesmal exklusiv aus Selb. Ich darf Sie wieder bitten, schreiben Sie mich an, teilen Sie mir solche Informationen wie Augenzeugenberichte zur Tafel mit, dann gehen wir der Sache auf der Spur, nehmen uns dieser Sache an. Mein Name ist Gerd Kögler, ich bin der Landtagskandidat der AfD für den Stimmkreis Wunsiedel und Kulmbach. Vielen Dank, noch einen schönen Sonntag und eine gute Woche. Bis zum nächsten Wochenende. Auf Wiedersehen.